Hey zur 5. Folge des Hey Media Creation Podcast, sozusagen in der Stay Home Quarantäne Edition und in Woche 1 nach Absage der Fußballspiele in Deutschland. Nein, das ist gerade nicht das Wichtigste, was in meinem Kopf vorgeht, aber es ist so ein bisschen das Thema, worüber wir diese Woche reden wollen. Das Gespräch diese Woche habe ich aufgenommen vor genau einem Monat in Paderborn in einem Coworking Space, der, by the way, sehr, sehr hellhörig war, was ich schon mal entschuldigen möchte. Ich hoffe, dass ihr das Gespräch mit Julian Koch dennoch gut anhören könnt. Denn Julian Koch hat zu seiner Schulzeit eine Webseite zur dritten Liga, zur dritten deutschen Fußballliga gestartet. Liga 3 Online heißt diese Seite und er lebt inzwischen davon. Ja? Also er hat sich von der Schulbank in den Chefsessel befördert mit seinem Projekt und hat inzwischen nicht nur Liga 3 Online, sondern auch Liga 2 Online am Start und koordiniert da unter anderem Reporter, Fotografen und alles, ja, was man so berichten muss über eine Liga. Natürlich habe ich ihn am Ende auch nach Liga 1 Online gefragt, was ja der nächste logische Schritt in der Reihenfolge wäre. Und wir haben am Ende viel über seinen, den SC Paderborn, und meinen Lieblingsverein Arminia Bielefeld gesprochen, die damals wie heute 18. der ersten Liga und 1. der zweiten Liga sind und waren. Allerdings haben sich ja in der Zwischenzeit die Vorzeichen etwas geändert. Man weiß nicht, wird die Saison zu Ende gespielt? Wie geht es überhaupt weiter? Deswegen betrachtet unsere Vorhersagen da mit etwas Vorsicht. Und dann wünsche ich euch nach dem Intro viel Spaß mit der Folge. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Hey Julian. Ja, hallo. Cool, dass du die Zeit gefunden hast. Wir sitzen hier an einem Mittwoch. Das ist zwischen den Wochenenden. Das bedeutet, heute ist relativ ruhig im Büro. Genau, heute war es in der Tat relativ ruhig. Das ist aber auch eher zufällig. Also in den letzten Wochen hatten wir schon ein bisschen mehr in der Mittwoch. Trainerentlassung und so weiter. Also von daher, ja, mal ist es ruhig, mal nicht. Das kann man eigentlich nie vorher so ganz genau sagen. Okay, ja. Vielleicht zum Anfang einmal ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her und Liga 3 Online, was ist das überhaupt? Genau, ja, ich bin Julian, das hast du ja gerade schon gesagt. Ich komme und wohne in Paderborn schon mein ganzes Leben. Genau, mit Liga 3 Online ging es im Sommer 2008 los. Das ist ein Portal zur dritten Liga im Fußball. Genau, einfach, ja, wir berichten dort über das Geschehen, über die Spiele, über die Hintergründe, genau, tagtäglich, jeden Tag sind da immer nah dran am Geschehen, würde ich mal behaupten, und informieren die Leser über alles, was passiert in der dritten Liga. Was ist dein persönlicher Background? Also ich weiß es jetzt schon, aber als du angefangen hast, war es jetzt ja noch nicht fertig mit dem Studium und hast das irgendwie studiert und dachtest ja, damit fange ich jetzt mal an. Genau, ich habe das ja schon praktisch neben der Schule gemacht früher. Wie alt warst du, als du angefangen hast? 15, 16, so in diesem Dreh war das genau, ja, da ging das los. Damals natürlich als Hobby, jetzt natürlich nicht in diesem Umfang, wie das jetzt heute der Fall ist, da war das eher so ein, ja, eher am Wochenende natürlich so ein bisschen auf die Spiele fokussiert und seit 2013, also nach dem Abi, praktisch ging es dann ja, los, dass ich das ein bisschen, sagen wir mal, etwas auf einem anderen Niveau gemacht habe und auch seitdem ist es dann halt eben, ja, sozusagen mein Fulltime-Job und auch teilweise noch darüber hinaus. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du sagst, also du hast das neben der Schule gemacht, dann wie lange hast du da investiert, so pro Woche, sagen wir mal? Ja, also das war vom Umfang jetzt überschaubar. Also das war früher wirklich ja hauptsächlich an den Wochenenden bei den Spielen. Und in der Woche waren das dann vielleicht, ja, weiß nicht, einen Artikel pro Tag maximal. Also das war dann doch eher überschaubar. Also das ist vom Aufwand her vielleicht eine Stunde. Also ich kann es auch nicht mal ganz so genau sagen, weil es schon so viel passiert seitdem. Aber ja, so ungefähr eine Stunde am Tag maximal. Das kommt schon hin, ja. Und du hast es ganz alleine aufgezogen?
Genau, damals auf jeden Fall. Ja, bei dem Umfang war es ja auch nicht notwendig, da Leute jetzt einzustellen. Das war auch jetzt gar nicht angedacht, dass das irgendwie mal in diesem Umfang jetzt halt eben wird, so wie das heute ist. Das war eher so, ja, Just for fun einfach. genau, irgendwie will man sich mal ausprobieren. In dieser Richtung wollte ich generell auch was machen nach der Schule, das hatte ich auch damals schon so ein bisschen überlegt. Eigentlich wollte ich vielleicht eher so zum Radio, hatte ich damals schon ein paar Sachen so ausprobiert, ohne dass jetzt irgendwie groß in der Öffentlichkeit war, einfach nur mal für mich. Und ja, da hat sich halt eben so entwickelt, dass das dann so verlaufen würde, ist ja war natürlich nicht abzusehen. Klar, das ist natürlich immer irgendwo, dass man das sagt, aber in diesem Fall war es auch einfach so. Ja, das war einfach geplant, zumindest nicht. Du hast gesagt, 2008 ging es los. Wenn ich richtig informiert bin, hat Paderborn da auch in der dritten Liga gespielt in dem Jahr, oder? Genau, ja, das ist immer eine häufige Frage. Hatte damit aber jetzt in der Tat nichts zu tun. Das war einfach so, weil der 2008 praktisch die Liga, wie sie heute besteht, sozusagen geschaffen wurde. Also aus Aus den dem beiden Regionalligen. genau, Nord und Süd wurde praktisch dann eine eingleisige dritte Liga, so wie sie halt eben heute ist. Und das war dann halt eben der Grund, auch um jetzt zu sagen, okay, da gibt es noch kein Angebot. Damals war das halt eben auch so, klar, die aus der Zeit und Kicker und so weiter. Aber die machen hauptsächlich jetzt entweder nur für ihren Teil, also die Zeitung oder beim Kicker ist natürlich mehr so Bundesliga und so weiter im Fokus. Von daher gab es dieses Angebot damals halt eben noch nicht. Und wir sind dann, also ich bin dann da mehr oder weniger so ein bisschen reingegangen, ohne das jetzt in diesem Umfang aufzuziehen, wie das jetzt heute ist. Aber ja, letztendlich ist es, glaube ich, mittlerweile so, dass wir da, würde ich jetzt mal behaupten, online sicherlich von den Aufrufzahlen und von den Facebook-Lesern und so weiter, da auf jeden Fall der Marktführer sind Absolut, ja. im Online-Bereich. Ja. Ich fand es damals, als meine Arminia in der dritten Liga noch gespielt hat, könnte sich ja demnächst vielleicht aus ja, eurem Revier da verabschieden. Fand ich das auf jeden Fall immer super, weil damals war es ja auch noch fernsehtechnisch recht schwierig, die Spiele immer zu verfolgen. Da weiß ich noch, musste man immer gucken. Ah, Bielefeld spielt jetzt bei, weiß nicht, Babelsberg, überträgt das da irgendjemand in Boston. Inzwischen ist man ja mit Magenta Sport da super aufgestellt, aber darüber bin ich halt auch zu Liga 3 online gekommen und fand es damals immer schon ein echt gutes Angebot. Und gut, inzwischen mit der zweiten Liga, da gibt es natürlich deutlich mehr Angebote. Genau, ja, da, also da war der Grund, wir haben irgendwann gesagt, okay, wenn wir das zur dritten Liga machen können, dann können wir es auch zur zweiten Liga machen. Klar, da gibt es mehr Angebote, aber auch noch nicht, sagen wir mal, in diesem Umfang, wie das vielleicht in der Bundesliga der Fall ist. Von daher machen wir das halt eben, ja, seit 2014 dann sozusagen noch parallel mit einfach, genau. Quatsch mir vielleicht gerne noch ein bisschen drüber über die Liga 2 Online-Geschichte. Was ich mich frage ist, wenn man jetzt an so eine Geschichte rangeht. Ich meine, in der dritten Liga haben wir 20 Mannschaften. Wenn man da drüber berichten will, dann möchte man ja wahrscheinlich viele Insights, viele Informationen. Wie kriegt man die? Ich meine, du wirst ja kaum jeden Tag von Stadt zu Stadt gefahren sein, um da die Leute zu treffen und ja, exklusive Informationen zu beschaffen. Genau, ja, wir haben natürlich die Kollegen vor Ort teilweise. Wir sind Welche Kollegen sind das? Also, wo kommen die her? aus ganz Deutschland. Also wir haben welche, keine Ahnung, in Rostock, München, Köln, im Osten, Magdeburg, Halle und so weiter. Also die sind relativ gut verteilt, würde ich mal sagen. Und wie habt ihr zusammengefunden? Also, kam das dann einfach mit der Zeit oder? Ja, wir hatten hier und da mal Stellenausschreibungen, einfach um das Team dann zu vergrößern. Genau, und dann haben es die Leute auch beworben, wie das dann halt so läuft. Wird man dann eingestellt und dann ja, ging das praktisch los und dann hat sich das Team nach und nach aufgebaut. Dann wurden es mal mehr. Wir sind jetzt ein Team von 17 Leuten ungefähr. Ja, Die eine dritte Liga. genau, ja, die einen machen mehr, die anderen machen weniger. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Also die allermeisten Kollegen sind Freimitarbeiter, das heißt, die machen das auf Honorarbasis. Ist ja noch ganz gut für beide Seiten, wenn man dann ein bisschen flexibel ist. Das braucht man auch, glaube ich, weil wir haben relativ viel abzudecken. Auch abends kommen teilweise noch Sachen rein. Die Wochenenden, Feiertage und so weiter. Genau, dann haben wir jetzt seit ziemlich genau einem Jahr auch einen festangestellten Kollegen noch dabei. Ah, cool. Dann können wir damit noch so ein bisschen das bisschen besser abdecken, weil das ist natürlich schon eine gewisse Fluktuation einfach über die Zeit. Dann gehen die Leute, haben andere Angebote, gehen dann zu Zeitungen oder sind dann bei den Vereinen auf einmal. Von daher war da immer relativ viel
Bewegung denn? Und genau, ja, so lief es dann. Wie ging das damals mit den Bildern? Also genau, wir hatten Fotografen auch vor Ort. Das war da natürlich jetzt nicht über den Umfang wie heute. Das Problem war da immer so ein bisschen, dass wir jetzt nicht zu allen Spielen oder auch nicht von allen Szenen die richtigen Fotos hatten. Mittlerweile arbeiten wir da mit verschiedenen Datenbanken zusammen. Imago zum Beispiel, die liefern über ihre Fotografen ja, ein relativ gutes Angebot. Also ja, eigentlich ein sehr gutes Angebot, würde ich sagen. Das, genau, da sind wir dann. Das heißt, ich darf mir das vorstellen wie so ein, weiß nicht, so ein Abo, was man abschließt und dann hat man da freien Zugriff, oder? Genau. Wir haben, also es gibt verschiedene Modelle. Wir haben das jetzt seit einiger Zeit so, dass wir dann Fixpreis zahlen und dann halt unbegrenzt viele Bilder verwenden können auf unseren Kanälen, auf der Homepage. Ja, ja, das ist eigentlich, denke ich, das Beste. Und wir haben dann auch teilweise noch Fotografen, mit denen wir sozusagen einzeln oder frei halt eben noch arbeiten. Die liefern uns dann noch so ein paar extra Wünsche hier und da mal, die dann die Agentur vielleicht nicht so direkt schnell liefern kann. Wie zum Beispiel? Bei Trainerentlassungen oder bei Symbolfotos bei irgendwelchen bestimmten Sachen oder bei Fangeschichten, bei irgendwelchen Choreos zum Beispiel. Wenn wir das vorher wissen oder wenn die Kollegen das vorher wissen, dann machen die dann ein Foto und dann geht das über diesen Weg dann auch ganz gut. Also wahrscheinlich werden die dann so für Spiele eingesetzt, wie, weiß ich nicht, irgendwelche Derbys oder. Genau, ja. Also da haben wir dann Kollegen, die dann da vor Ort sind und dann so ein paar extra Wünsche, sag ich mal, ganz gut erfüllen können. Ja. Ihr habt ja, sonst, ich sag jetzt einfach mal ihr so als Gruppe, habt ja schon in den Anfängen auch Kategorien so abgedeckt, ich weiß noch, irgendwie sowas wie viel kostet ein Tor? Da haben wir, glaube ich, immer die Eintrittspreise mit den Toren in Zusammenhang gesetzt. Solche Sachen, das ist ja, ich fand das immer cool, weil das ist mal was ganz anderes. Gab es da irgendwie einen speziellen Grund, dass ihr irgendwas anders machen wolltet, oder? Ja, also klar, wenn du jetzt irgendwo neu reingehst, dann schaust du natürlich, was kannst du machen, was könnte die Leser vielleicht jetzt abseits von den normalen Nachrichten, sage ich mal, noch interessieren, wann kam halt auch die Idee dazu. Wie das jetzt in diesem Fall entstanden ist, weiß ich gar nicht mehr genau, wir hatten das auf jeden Fall über eine gewisse Zeit. Und dann guckt man halt, was kommt gut an, was auf jeden Fall gut ankam, das hast du ja gerade eben auch schon erwähnt, das mit diesen Übertragungen, wir hatten dann relativ früh die Kontakte zu den Sendern gesucht, hatten uns dann da mal informiert, welche Spiele jetzt übertragen werden. Und das hatte halt sonst keiner, außer gut die Sender selbst, aber die hatten das auch nicht direkt immer öffentlich gemacht, die hatten das immer so ein bisschen versteckt natürlich in ihren Programmen. Dann konnten wir das relativ gut dann praktisch an die Leser weitergeben, haben uns dann bei den Sendern ARD, WDR und so weiter dann ja, diese Informationen dann geholt. Das läuft dann bis heute ja halt eben auch noch und dann ist das, denke ich, sicherlich so ein Bereich, den sonst jetzt eher keiner abdeckt, sonst, genau. Ja. Gibt es eigentlich inzwischen irgendeinen anderen Dienst, der, also klar, Kicker und so, die Klassiker, aber irgendwas so in der Größenordnung, die auch sich auf die dritte Liga spezialisiert haben? Es gibt durchaus mittlerweile auch einige Seiten. Ja, klar, also man verfolgt das natürlich links und rechts von der eigenen Seite, was da noch sozusagen angeboten wird. Ja, also von daher, ja. Nichts, was einem gefährlich werden könnte. Ja, nein, also kann man jetzt schwer sagen, aber glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn man unsere Facebook-Zahlen sieht und auch sonst, wie wir aufgestellt sind, in der Breite, würde ich jetzt mal ganz selbstbewusst sagen, dass das erstmal ganz gut laufen dürfte. Aber klar. Wo steht ihr aktuell bei Facebook? 117.000 sind wir. Mehr als der DFB zum Beispiel. Nicht schlecht. Ja, also von daher, ja, wir sind jetzt bei Instagram auch seit einiger Zeit drin. Da sind wir jetzt erst bei 7.000, aber immerhin, über einen relativ kurzen Zeitraum haben wir das schon relativ gut aufgebaut. Da ist der DFB uns noch ein bisschen voraus mit dem eigenen Account, aber ich denke mal, das werden wir dann vielleicht über kurz oder lang dann vielleicht einholen. Die sind nämlich bei 50.000. Also ja, es ist noch ein kleiner Weg, aber auf jeden Fall Ziele muss man sich setzen und ja. Von daher glaube ich. Genau. Ja, kommen mit Sicherheit auch die großen Traditionsvereine euch zugute, die inzwischen in der dritten Liga spielen, oder? Klar, also wenn du jetzt mal guckst, Kaiserslautern mit 19.000 Zuschauern im Städt oder auch Braunschweig in diesem Rahmen Magdeburg, das sind natürlich Vereine, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt in der dritten Liga erwarten würde, also vor allem natürlich Lautern mit dem WM-Stadion, ist natürlich schon eigentlich Wahnsinn, wenn man das bedenkt, dass die jetzt wirklich in der dritten Liga spielen und auch
wie es aussieht, jetzt auch der nächste Saison noch, das ist schon eigentlich relativ Wahnsinn. Also ja, das ist schon eine Sache, die man vielleicht vor ein paar Jahren jetzt nicht gedacht hätte, dass solche Vereine da spielen würden, aber auch 68 hätte man vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass die mal irgendwann abstürzen würden und dann nur noch in der vierten Liga spielen. Also das ist schon... Ja, wir können ja fast schon mit Glück noch sagen, dass sie überhaupt in der dritten Liga spielen dürfen. Ja, also das ist klar, das ist schon... viel schief gelaufen, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gehst du selber noch oft ins Stadion? Oder bist du überhaupt ein Stadiongänger? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja STP-Fan seit 2005 schon. Genau, und da seitdem habe ich ja ziemlich viel erlebt, kann man sagen. Ich glaube, da kann man ein Buch drüber schreiben. Na genau, auf jeden Fall seit 2010, glaube ich, so ungefähr eine Dauerkarte. Und ich glaube, ich habe mal überlegt, seit 2013, so um den Dreh, dürfte ich, glaube ich, kein Heimspiel verpasst haben. Das hat irgendwie immer genau gepasst. Ja, von daher. Stark. Das läuft. Paderborn hat jetzt ja in den letzten Jahren auch so wirklich alles mitgemacht. Also wirklich von erster Liga bis runter, ja, in Anführungsstrichen vierte Liga, die man dann nicht gespielt hat, bis jetzt wieder hoch. Was da los? Ja, also es du kannst es eigentlich nicht in Worte fassen, wenn du nicht das irgendwie mal selbst gedrückt hast. Also es ist so ein... Gut, als Bielefelder muss ich sagen, dass ich da durchaus auch gebrannt mag. Ja, okay, aber so eine krasse Achterbahnfahrt, ich glaube, nee, so die habt ihr auch nicht mitgemacht. Also das ist ja echt verrückt. Wir waren eigentlich lange Zeit, waren wir so der kleine Zweitligist, der immer so mal oben dabei war, dann ein bisschen unten dabei war. Und dann war dieser Aufstieg aus dem 14. Und der, also seitdem ist ja irgendwie alles anders. Ne? Da ist ja der Verein auch in der Wahrnehmung in Deutschland, glaube ich, auch ganz anders. Und dann ging es ja direkt runter, erst wieder in die zweite Liga, dann in die dritte Liga. Und dann ja mit dem sportlichen Abstieg auch dann sogar direkt runter, so drei Abstiege in Folge. Also das ist schon krass. dann mit ganz viel Glück wirklich drin geblieben. Also ich glaube, hätte Regensburg da die Relegation gegen 68 nicht gewonnen, dann keine Ahnung, wo wir jetzt wären. Oder hätte 68 dann die Lizenz irgendwie doch erhalten, dann keine Ahnung, wo wir jetzt wären. Ob es den Verein noch geben würde, weiß ich nicht. Das war ja nach dem Abstieg. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen nochmal den Artikel angeschaut, den ich da direkt nach dem Abstieg geschrieben habe. Stimmt, du bist ja da auch immer noch dann mit einem anderen Auge mit dabei. Ja, das war schon echt heftig. Wenn man das so durchliest, jetzt so mit dem Wissen, dass wir jetzt wieder in der Bundesliga spielen, ist das schon echt verrückt. Also es war halt echt so, dass es ja schon der Verein quasi mehr oder weniger tot war. Also ist der noch online, der Artikel? Naja, also in der Regel müssten, also alle Artikel sind auch online eigentlich. Also, okay. Ja, vielleicht suche ich den mal raus, dann packe ich den mal in irgendeine Beschreibung. Kannst du machen. Also das ist, wenn man das so liest, und ich weiß auch noch genau, wie das dann war damals, das und dann hatten wir ganz viel Glück natürlich, dass es dann doch wieder nach oben ging, und dann ja, ging es natürlich so schnell, wie es nach oben gegangen ist, ging es dann ja nach oben. Dann direkt aufgestiegen mit wahnsinnigen Spielen, mit 7:0 hier, 6:0 da. 9 Torrekord, wir hatten über 90 Tore am Ende. Verrückt. Ja, und dann in der zweiten Liga, auch da ging es dann natürlich vor allem dann in der Rückrunde mit irrwitzigen Ergebnissen zum Teil. Auch da hatten wir 6:0 und solche Ergebnisse, dann ging es da auch direkt hoch. Und dann natürlich am letzten Spieltag war es natürlich klar, normal aufsteigen kann der Verein natürlich nicht. Es war ja so, dass wir da in Dresden gespielt haben, und das dann im Sieg wären wir sicher aufgestiegen. Haben wir auch geführt relativ früh. Da dachte jeder, okay, läuft das jetzt hier? Aber nein, natürlich, das war natürlich nicht möglich. Wir haben dann relativ schnell, waren wir dann in Rückstand. Mussten dann hoffen, dass Union im Parallelspiel gegen Bochum halt eben nicht gewinnen, und dann kam es in der Schlussphase zu dieser wirklich sehr skurrilen Szene, die ich auch so noch nie erlebt habe. Man hat dann das eigene Spiel der Mannschaft nicht mehr geschaut, sondern am Handy Sky angemacht und dann irgendwie gehofft, dass Union dieses Tor nicht macht. Also Bochum hat 2:0 geführt. Dann kamen wir nochmal ran. Das war echt krass. Und dann war das Spiel bei uns halt schon in Dresden halt zu Ende. Die Mannschaft ist halt irgendwie in die Kabine gegangen, dann kamen die halt hinterher rausgestürmt, da, also heftig, also, und dann, ja, dann waren wir wieder da, ja, also verrückt, also,
normal ist in diesem Verein seit einigen Jahren schon gar nichts mehr. Das stimmt wohl, ja. Ja. Du hast gerade gesagt, Sky angemacht. Wo warst du, als das Spiel? Ja, ich war tatsächlich in Dresden im Stadion. Ja, also ich habe ja schon viele Spiele erlebt, aber das hat dann nochmal wirklich einiges getoppt, wenn man dann das eigene Spiel der Mannschaft nicht mehr schaut und dann über Sky irgendwie hofft, dass Union, und dann hatten die in der Nachspielzeit noch irgendwie eine gute Chance. Also da wirst du wahnsinnig bei, wenn du es siehst. Ne? Ja. Ja, ich glaube, da hatte ich mindestens einen Herzinfarkt. Also ja, verrückt. Ist es aus beruflichen Gründen so, dass du da, also ich bin da sehr vorbelastet, sage ich mal, auch alle Streaming-Angebote abonniert hast, die man irgendwie abonnieren kann? Oder wie läuft so ein klassisches Wochenende, so ein Samstagnachmittag ab? Ja, also da, also ich persönlich bin da auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, schon relativ breit aufgestellt. Also man kann nicht alles gucken, sage ich mal. Ja, aber bei Magenta sind wir, da bin ich natürlich, gucke mir die Spiele dann auch dann teilweise privat an, wobei das natürlich immer so ein bisschen fließend ist, diese Übergang von privat. Ja, Sky und DAZN brauchst du ja für die Bundesliga. Ja, von daher bin ich da überall dabei, ja. Läuft. haben wir eben schon mal kurz angeschnitten. Am 01.01.2014 ging es mit Liga 2 online los. Wie kommt man da drauf? Also sagt man, da gibt es noch nicht das passende Angebot, das könnten wir auch noch machen, oder hat man sich gedacht, ein bisschen Arbeit mehr ginge noch? Ja, also es war eigentlich so, dass wir gesehen haben, dass unsere Ideen bei der 3 online ganz gut ankamen. Wir hatten auch schon ein paar Sachen, die jetzt vielleicht auf anderen Seiten so nicht angeboten wurden, und dann dachten wir uns, okay, das können wir auch vielleicht in der 2. Liga machen. Das war dann praktisch der Anstoß. Und seitdem bauen wir das jetzt eben dann so auf, genau. Wie ist der Vergleich zwischen den beiden Seiten? Also ist Liga 2 auf einem ähnlichen Niveau, oder? Also bei Liga 3 haben wir deutlich mehr Leser auf jeden Fall. Das läuft da auf jeden Fall natürlich durch die Vorgeschichte. Wir hatten natürlich einen relativ großen Zeitraum auch die Möglichkeit, das aufzubauen mit diesen 117.000 Followern. Ja, und da haben wir natürlich noch so ein paar Dinge, die wir dann halt eben bei der Liga zusätzlich machen. Die Analysen von Rafate zum Beispiel, die haben wir jetzt in der 2. Liga noch nicht. Genau, das ist so ein Ding, deswegen haben wir da bei Liga 3 auf jeden Fall schon noch deutlich mehr Aufrufe. Genau. Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Babak Rafati? Ja, wir wollten eigentlich über diese stetigen Szenen, die es ja eigentlich an jedem Spieler gibt, und auch durch den Videobeweis jetzt in der Bundesliga, ja, hat sich ja auch nichts geändert. Das war eigentlich auch schon klar. Genau, und dann wollten wir diese Entscheidung einfach mal so ein bisschen, ja, fachlich mal so ein bisschen anders bewerten, als wir das vielleicht für uns gemacht haben oder in den Artikeln. Und dann, ja, haben wir geschaut, wer könnte da in Frage kommen. Dann haben verschiedene Schiedsrichter angeschrieben, mit denen telefoniert. Und dann kam relativ schnell der Kontakt zu Babak Rafati zustande, und der hat sich dann auch bereit erklärt, das zu machen. Und seitdem läuft das jetzt seit 5 Jahren, glaube ich, ungefähr sind das. Fünf Jahren läuft das jetzt seit, ja, jede Woche. Kommt immer dienstags mittags dann der Artikel mit seinen Analysen. Und das wird auch sehr gut angenommen. Ja, das kann man auf jeden Fall als Erfolgsgeschichte bezeichnen, würde ich mal behaupten. Ja, absolut. Jetzt stehen die Medien ja auch immer mal wieder in der Kritik, dass sie den Spielern, den Trainern, Verantwortlichen allgemein viel Druck machen, und dass das im Fußball ist ja eh mit der Vorgeschichte von Robert Enke, aber auch Babak Rafati immer so ein Thema. Ist das was, wo er dann auch nochmal irgendwie euch so einen Anreiz geben konnte, dass in die Richtung irgendwas bei euch beachtet wird, oder ist sein Fokus wirklich die strittigen Szenen? Genau, also wir haben zu Beginn der Partnerschaft haben wir mit ihm auf jeden Fall ein Interview geführt, und da sind wir auf diese Dinge alle noch eingegangen, aber die spielen jetzt sonst in der täglichen oder in der wöchentlichen Arbeit erstmal keine Rolle. Natürlich geht es jetzt nicht darum, die Schiedsrichter oder die Spieler irgendwie da zu verreißen. Es geht einfach darum, sozusagen, das mal so ein bisschen neutral zu bewerten. Und genau, das ist so praktisch die Idee, und was auch immer so ein bisschen natürlich da reinspielt, ist einfach das Regelverständnis bei den Lesern auch so ein bisschen zu fördern. Das ist so ein Nebeneffekt natürlich. Jetzt auch zu neuen Saison sind natürlich die Regeln immer wieder ein bisschen, ja, wenn ich jetzt mal an das Handspiel denke zum Beispiel, so ein bisschen,
ja, komplizierter geworden. Und da hilft es auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, wenn man dann die Sichtweise von einem Experten hat, einfach nochmal drauf zu schauen, wie das jetzt halt eben ist, wie das aussieht bei Handspielen, bei Elfmetern, bei gelben Karten, roten Karten, solche Geschichten. Das, glaube ich, hilft dann den Lesern auch, um das eigene Regelverständnis einfach nur ein bisschen aufzufrischen, weil sich die Regeln auch immer wieder verändern und auch immer wieder weiterentwickelt werden. Ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg dann. Ja. Ich denke, wir haben jetzt nach knapp 24 Minuten einen relativ guten Abriss bekommen von dem, was du und dein Team, was ihr da so macht. Jetzt ist natürlich die Frage, wovon lebt ihr? Wovon leben wir? Ja, also wie du vielleicht kennst, wir blenden ja Werbung ein auf der Seite. Das hat mich immer so ein bisschen, also wir versuchen natürlich, das jetzt so zu gestalten, dass es nicht zu viel wird. Also natürlich, ganz darauf verzichten kann man natürlich wiederum nicht. Das könnte man vielleicht mit einem Abo-Modell, wobei das auch ein bisschen schwierig ist, natürlich das zu etablieren. Also was einmal kostenlos ist, kostenpflichtig dazu bekommen, ist immer so ein bisschen schwierig. Absolut. Das ist sicherlich ein Weg, den jetzt ganz viele Medienhäuser aktuell gehen mit den Plus-Angeboten. Das ist in den letzten Jahren auf jeden Fall deutlich angewachsen, dass diese Bezahlschranke jetzt sozusagen da runtergefahren wurde. Das wird sicherlich auch noch mehr werden. Es wird auch mehr werden müssen, weil die Werbeeinnahmen wahrscheinlich auf Dauer, gerade bei den großen Häusern, wahrscheinlich nicht ausreichen werden, um halt eben auch dann die Fotografen, die Redakteure und die ganzen anderen Kollegen, die ja noch sozusagen daran beteiligt sind, dann halt eben auch zu bezahlen. Bei uns aktuell würde ich sagen, läuft es soweit gut. Also wir kommen da ganz gut über die Runden. Perspektivisch sicherlich muss man darüber nachdenken, wie das dann halt eben weitergeht, ob man dann auch irgendwie sagt, okay, wir machen ein Plusangebot ohne Werbung dann halt eben. Das wird man einfach mal sehen müssen, wie dann auch die Akzeptanz bei den Lesern ist. Genau. Wenn du es gerade schon angesprochen hast, perspektivisch, habt ihr für die, ja, ich sag mal, nähere Zukunft irgendwelche, ja, ich sag mal, Updates geplant? Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall im Social Media Bereich noch ein bisschen stärker aktiv. Wir sind jetzt seit November bei Instagram. Da waren wir noch ein bisschen. Das ist aber keine Quelle, über die Geld verdient werden kann, sondern einfach nur rein informativ. Ja, genau. Also das kann man schon so ein bisschen auch in die Richtung bringen. Also wir planen auch so ein bisschen mit den Stories. Da kann man auch Links dann einbauen. Da könnte man dann wiederum sozusagen Beiträge direkt verlinken. Das machen die Kollegen. Also müsst ihr die 10.000 Abonnenten knacken. Genau. Ja. 3.000 fehlt jetzt noch. Da sind wir, würde ich sagen, auf einem sehr guten Weg. Dann können jetzt die Zahlen in relativ kurzen Zeitraum verdoppeln. Das wächst jetzt auch täglich immer dazu. Sodass wir dann ja da in Kürze, denke ich, dann bei den 10.000 Followern sind. Und dann können wir da halt eben noch so ein bisschen auch eine andere Zielgruppe einfach bespielen. Bei Facebook ist ja so ein bisschen letzten Jahren auf dem Absteigen erst dabei, wie über Facebook immer noch die meisten Aufrufe generieren, so knapp ein Drittel, so ungefähr macht das noch aus. Also es ist schon eine Menge auf jeden Fall. Instagram, wenn das dann läuft, ist das dann auf jeden Fall noch ein weiterer Standpunkt. Denkt ihr an Videoinhalte in Zukunft? Hatten wir jetzt noch nicht überlegt, muss man einmal gucken natürlich, wie das dann vom Umfang her, vom Aufwand her, rechtlich natürlich auch aussieht. Also wir können jetzt keine Spiele übertragen. Also das ist erstmal nicht geplant, würde ich sagen. Es sei denn, irgendein Milliardär ruft da morgen an und macht uns dann ein Angebot, dass wir nicht ablehnen können. Aber ansonsten glaube ich, das wird dann dein Erstester ist dann natürlich, da können wir nicht mithalten mit der Telekom, ist auch völlig klar. Nein. Also in dieser Richtung, glaube ich, wird es eher nichts geben, aber Videos, klar, kann man das für die Zukunft ins Auge fassen, muss man halt mal gucken, wie das da natürlich vom Umfang her und vom Aufwand dann her einfach ist. Ja. Ja, also meine persönliche Meinung, Videoinhalte werden immer wichtiger. Ja, kommt immer drauf an, ne? Wenn es sich anbietet, bietet es sich an. Ja. Ich denke, bei den Fußballthemen ist das aktuell sehr, sehr schwierig, eben wegen dieser ganzen Rechte. Ich meine, das ist ja selbst bei Sky, The Zone und allen anderen, die da irgendwie versuchen mitzuspielen, schon schwierig. Da ist das wahrscheinlich in eurer Größenordnung nochmal ja, ein ganz anderes Thema. Ja, du brauchst auch die Kameras und die ganzen Leute, dann ist ja schon auch relativ großer Aufwand. Also man kennt ja Sport, die machen das ja richtig gut, die sind ja mit ganz vielen Leuten immer an den Spieltagen vor Ort, mit mehreren Kameraleuten, mit in der Regie und so weiter. Also das ist
hat das auf jeden Fall nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Das ist schon echt krass, was die da für einen Aufwand drauf haben. Also ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt einer für alle Spiele so machen würde. Klar, du hast die Top-Spiele jetzt, ne? Aber du hast auch Spiele, die jetzt vielleicht nicht so das Interesse anziehen. Von daher ist das schon auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz toll, wie die es machen. Da kann man ein großes Lob auf jeden Fall aussprechen. Also das macht auf jeden Fall viel Spaß, da immer zuzuschauen. Auch als Fan, und jeder, der jetzt über Fußball schreibt, ist ja auch irgendwo ein Fan. Vielleicht jetzt nicht nur von einer Mannschaft, aber von der Liga kann man auf jeden Fall Fan sein. Da ist ja so viel los. Das ist ja Wahnsinn teilweise. Ja, und die Vereine selber sind ja auch dann auf YouTube mit irgendwelchen eigenen Formaten unterwegs. Genau, ja. Da ist jeder Verein ganz gut, glaube ich, dabei. Die haben da aus dem Trainingslager haben die immer Videos drin von Interviews, von irgendwelchen anderen Formaten, irgendwie ein Quiz oder so. Das wird auch, glaube ich, ganz gut angenommen. Ist Liga 1 online nochmal ein Thema irgendwann? Ja, also die Domain haben wir uns schon gesichert, schon vor einiger Zeit, aber das, glaube ich, wird jetzt erstmal keine Rolle spielen. Klar, könnte man uns überlegen, aber einmal natürlich vom Umfang her, vom Arbeitsaufwand, dann wollten wir schon deutlich mehr Kapazitäten, und da muss man auch sagen, da ist auch die Konkurrenz natürlich riesig. Da dann nochmal irgendwie was zu schaffen, was jetzt nicht jeder hat, oder auch generell selbst, wenn wir jetzt da schauen, okay, was können wir da vielleicht hier und da noch mit aufnehmen, wird das, glaube ich, dann relativ schwierig, weil jede Sportart macht eigentlich irgendwas zur Bundesliga. Das, glaube ich, ist da nicht ganz so spannend. Ja, vor allem, weil ja die ganzen großen Anbieter jetzt ja auch die Rechte alle untereinander teilen müssen, dementsprechend ja auch noch mehr Leute in den Markt dann reinkommen. Mit Saison. Klar. Ich weiß gar nicht, wann Saison angefangen hat, aber vor 3 Jahren kannte ich Saison, glaube ich, noch nicht. Ja, die sind noch nicht so lange dabei, klar, aber mal gucken, wie das dann bei der nächsten Rechtevergabe aussieht. Das wird spannend, würde ich sagen. Ja, ich persönlich habe da eine ganz starke Tendenz zu DAZN, aber ja, also ich muss sagen, die machen das auf jeden Fall jetzt im Vergleich zu Sky, würde ich sagen, schon besser vom Modell, vom Umfang her, wobei die Preise sicherlich nicht bei den 12 Euro jetzt bleiben können. Wahrscheinlich, also ja, also die machen ja schon Verlust, ne? Also ist ja, glaube ich, bekannt. Ja. Das wird man auf Dauer ja wahrscheinlich nicht durchhalten können. Sky wiederum ist ja von der Technik her im letzten Jahrhundert so ein bisschen Teil. Also habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, also gerade bei Sky Go ist ja doch sehr, sehr fehleranfällig. Ja. Und das mit dem Receiver, das ist eigentlich das Standardmodell bei Sky. Diese Technik ist ja eigentlich schon, also mittlerweile auch überholt, würde ich mal sagen. Also das ja, vor allem, den muss man ja immer dazu nehmen. Ja, eben. Und dann, ich zum Beispiel mache das über Sky Ticket. Da kannst du es auch ohne Receiver am Fernsehen gucken und auch unterwegs. Und es läuft deutlich besser als Sky Go. Ich nutze dieses Sky Q-App für den Apple TV, was für mich relativ praktisch ist, nur bei Top-Spielen zum Beispiel, Dortmund, Bayern oder sowas. Da weiß ich mal schon eine halbe Minute, bevor das Tor überhaupt fällt, dass ein Tor gefallen ist, weil meine Nachbarn immer einen deutlichen Vorsprung haben. Mhm. Aber damit kann ich leben. Vor allem meine Arminia-Spiele guckt im Haus eh keiner von daher. Okay. Genau. Hattest du in der ganzen Zeit, also es sind jetzt ja schon 12 Jahre sind es ja knapp, gab es irgendwann mal so den Punkt, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist? Nee, diesen Punkt gab es eigentlich nicht. Also klar, wie gesagt, früher war es ja nicht angedacht, dass das jetzt in diesem Umfang mal so groß werden könnte. Von daher aber, seitdem es dann 2013 praktisch jetzt in diesem Umfang läuft, gab es eigentlich nicht den Punkt, wo man denkt, jetzt habe ich darauf keine Lust mehr. Es macht jeden Tag Spaß. Klar gibt es mal stressige Tage, wo du denkst, muss jetzt hier noch um 10 Uhr Trainer entlassen werden oder so. Da denkst du dir schon, das muss ja nicht sein. Oder wir hatten nochmal an Heiligabend vor einigen Jahren, dass um 17 Uhr noch ein neuer Trainer vorgestellt wurde mit einer Pressemitteilung. Stark. Fand ich jetzt vom Zeitpunkt her eher so mittel, muss ich sagen. Ja, denke ich mir. Also da denkt man schon, okay, das muss nicht sein. Oder auch generell an Weihnachten, jetzt im letzten Jahr hatten wir da Glück, würde ich mal sagen. Da war da nichts, aber sonst, also ja, dann denkst du dir halt immer, okay, da kannst du jetzt auch noch, die Einzelteile können die auch noch warten, aber nein. Und dann hat man natürlich auch dann so ein bisschen den Anspruch, das dann schnell reinzubringen. Und wenn dann an Heiligabend um 17 Uhr
noch ein Trainer vorgestellt wird. Das ist halt ja, blöd, aber wir haben es dann relativ schnell gemacht. Aber ja, eigentlich hat man da an dem 24. um diese Uhrzeit was anderes zu tun, als irgendwelche Artikel zu schreiben. Ja. Aber okay, sonst, nee, sonst macht es schon sehr viel Spaß. Also das hat unheimlich viele Facetten natürlich, nur dass der ganz viele Vereine, die auch ganz verschiedene Geschichten haben, wenn ihr jetzt diese großen Vereine Magdeburg, Rostock zum Beispiel oder auch Lautern von der Historie, ist da ja unheimlich auch was dabei, auch dahinter bei den Fans, da ist ja auch wirklich eine Leidenschaft, die man auch da spürt, wenn es aber nicht läuft, dann ist da natürlich gleich, ja, dass da mal so ein bisschen Unruhe ist natürlich, ist ja auch völlig klar, dass dann diese kleinen Vereine wie Groß Asbach, die jetzt in den letzten Jahren vielleicht aktuell nicht, aber in den letzten Jahren noch immer mitgemischt haben, dann den einen oder anderen Großen dann so ein bisschen geärgert haben. Das macht auf jeden Fall das ganze Tagesgeschäft schon sehr spannend. Man kann eigentlich nie vorhersagen, wie die Spiele laufen werden oder wer aufsteigen wird. Da kann man eigentlich nur so ganz ungefähr einen Rahmen geben. Aber dann kommt doch wieder alles ganz anders. Und auch mit Jena letzte Saison, die waren eigentlich schon abgestiegen und dann gewinnen die da in den letzten Spielen noch fast alles und kommen dann noch ganz, ganz furios noch zurück. Also ich glaube, der hätte wirklich niemand mehr einen Cent auf die gesetzt und auch wir waren schon eigentlich okay, das war's jetzt, aber dann kam die doch wieder zurück und dann Sieg und Sieg und Sieg, also das ist schon auf jeden Fall ganz, ganz toll auf jeden Fall. Ja, mein Herz schlägt in der dritten Liga so ein bisschen für Groß Asbach, ich finde das immer einfach toll, wenn so kleine Vereine dann da so ein bisschen mitmischen und dann auch mal die Großen ärgern. Hast du da irgendwelche Favoriten? Nee, also aktuell bin ich da wirklich ganz neutral. Ich verfolge die Liga allgemein, habe jetzt da keinen speziellen Verein. Freue mich immer für die, die gewinnen, leite dann so ein bisschen mit denen, die verlieren jetzt mit Halle. Aktuell ist schon krass, dass die da jetzt innerhalb von 3 Monaten so abgestürzt sind. Das ist dann natürlich schon so ein bisschen ja, doof, auch natürlich für die Fans, wie schon erwähnt, die da unheimlich viel reinstecken, die dann zu den Auswärtsfahrten durchs ganze Land fahren. Und dann ist immer, also ich kann es ja auch selbst nachvollziehen, weil jeder ist ja irgendwo selbst Fan. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, von Rostock nach Unterhaching fährst und dann da verlierst und dann fährst du da 800 Kilometer zurück mit der Niederlage, das macht echt überhaupt keinen Spaß. Ja, von daher kann ich das immer so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn dann da so ein bisschen Frust natürlich herrscht. Gerade schon gesagt, Jena letzte Saison knapp über der Linie geblieben. Dieses Jahr sieht es ja auch wieder nicht so gut aus. Für Jena, genau, ja. Also das, ja, also die haben jetzt aktuell 11 Punkte Rückstand. Da muss schon wirklich alles zusammenlaufen jetzt in den letzten 14 Spielen. Also die brauchen da einen 2-Punkte-Schnitt aktuell, um das noch diese ominösen 45 Punkte, die man ja so ungefähr braucht. Aber letztes Jahr haben die auch nicht gereicht. Da fehlte Cottbus wirklich ein einziges Tor. Wahnsinnig. Also das ist also so ein Finale, glaube ich, hatten wir noch nicht. Ein einziges Tor, die wären drin geblieben. Und dann wäre Braunschweig eben abgestiegen. Die wären dann durchgereicht worden in die 4. Liga. Und die beiden Mannschaften sind ja auch im letzten Spieltag aufeinander getroffen. Also ganz, ganz krasses Finale. Also das kann man sich nicht ausdenken vorher. Ja, und bei Jena, die müssen jetzt, ja, wie gesagt, die brauchen jetzt einen 2-Punkte-Schnitt. Allerdings hat die nicht mal Duisburg aktuell 2-Punkte-Schnitt und die sind immer der Erste. Also ja, die glauben es noch daran, ist auch vollkommen richtig und auch völlig klar, aber das muss jetzt wirklich extrem gut laufen in den nächsten Wochen. Sonst ja, war es das dann dieses Mal dann halt eben doch. Glaubst du, dass es noch was wird mit Jena oder auch meiner großen Liebe Sonnenhof Groß Asbach? Ja, also seit der letzten Saison ist man da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger geworden, was diese Prognosen angeht. Aber gerade bei Jena sieht es schon wirklich sehr, sehr, ja, also das, also 11 Punkte Rückstand, wie gesagt, kann man sich jetzt erstmal nicht vorstellen, wie es aufholen sollen. Aber also da würde ich vielleicht die Hoffnung oder die Chance auf 1% aktuell schätzen. Aber wie gesagt, die letzte Saison hat gezeigt, es geht. Und bei Groß Asbach weiß ich nicht, durch den Trainerwechsel natürlich, die haben sich natürlich mit diesem Experiment mit 2 unerfahrenen Trainern so ein bisschen selbst hinterher so ein bisschen ins Knie geschossen vielleicht, auch wenn man jetzt nicht vorher sagen konnte, okay, aber ja, das ist auch ja, schwierig. Münster ist ja auch aktuell unten drin, wobei die haben jetzt nicht ganz so einen extrem großen Rückstand. Ansonsten, glaube ich, umkämpft ist auf jeden Fall dann dieser erste Abstiegsplatz. Da sind ja noch mehrere in der Verlosung, haben wir ja aktuell Köln unterm Strich und dann sind ja noch Chemnitz, Magdeburg und Halle. Jetzt, sagen wir mal, schon überraschend auf jeden Fall dabei. Und da denke ich, dann die Entscheidung erst am letzten Spieltag fallen, auf jeden Fall. Wer glaubst du, macht oben das Rennen? Ja, also Duisburg hat ja jetzt aktuell ein bisschen geschwächelt, die anderen Spitzenteams auch, aber das hatten wir in den letzten Jahren auch immer.
dass wir da so eine Delle hier und da mal hatten. Ich denke mal, Duisburg dürfte da auf jeden Fall die besten Karten haben. Die werden es dann auf jeden Fall machen. Platz 2, Ingolstadt ist ja aktuell Zweiter. Die sind da sicherlich natürlich jetzt erstmal in der Favoritenrolle. Die haben da mit Eckhard Allianza natürlich auch einen sehr guten Torjäger. Von daher könnte ich mir das gut vorstellen, dass die da auf jeden Fall Zweiter werden. Und Dritter wird dann da auf jeden Fall auch unter den mehreren Mannschaften ausgelost. Braunschweig ist ja noch drin. Mannheim natürlich, die auch überraschend, wobei wir das vorher schon so ungefähr mit gerechnet hatten, dass die da ganz gut eine Rolle spielen könnten, weil die einfach vom Mannschaftsgefüge sehr gut aufgestellt sind. Die sind ja in der Regionalliga durchgeflügt, kann man sagen. Die haben da ein sehr gutes Mannschaftsleben. Die werden da, denke ich, auch noch eine Rolle mitspielen. Haching natürlich. Und dann mal gucken, vielleicht kommen Rostock 68 Meppen und so. Uerdingen, die sind aktuell noch so ein bisschen hinten dran, aber auch nicht ganz so weit weg. Ich denke, das wird sich dann auf jeden Fall auch erst relativ spät entscheiden. Bleibt spannend. Auf jeden Fall. Also die Liga ist ja so immer ganz extrem spannend. Von daher. Dann lass uns zum Abschluss gerade noch über unsere beiden Teams sprechen, über Paderborn und Bielefeld. Sehr gerne. Wir sind ja aktuell auch sehr nah beieinander. Paderborn Tabellenletzter in der ersten Liga, Bielefeld Tabellenerster in der zweiten Liga. Was glaubst du, wo werden die beiden Mannschaften nächste Saison spielen? Treffen sie aufeinander oder fahren sie aneinander vorbei? Nee, also ich hoffe, dass wir uns in der Bundesliga treffen. Also bei euch bin ich mir relativ sicher, würde ich mal sagen. Also auch bei uns bin ich mir sicher. Aber bei euch sieht es ja auf jeden Fall deutlich besser aus natürlich. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das noch verspielt. Zumal jetzt von hinten, klar, HSV und Stuttgart, aber danach kommt ja jetzt nicht mehr so ganz so extrem viel. Also klar, Heidenheim ist noch dabei, aber ob die jetzt dann noch durchziehen können, so in diesem extremen Fall. Ja, so Heidenheim, Aue, Fürth, alle, die da unten noch so, ja, eben. Das sind jetzt dabei sind, die schwächeln halt auch immer mal wieder. Ja, und das sind jetzt auch nicht die Teams, wo man sagen würde, okay, die können jetzt aufsteigen. So Nürnberg und Hannover sind ja da in anderen Regionen aktuell unterwegs, oder St. Pauli meinetwegen auch. Von daher, ich denke mal, ihr werdet es auf jeden Fall machen und bei uns... Direkt oder über die Relegation? Nein. Direkt? Direkt, klar. Also komm, ihr seid jetzt Erster mit einem guten Vorsprung. Das wird auf jeden Fall laufen. Also, ich hoffe das. Ja, und ich hoffe auch, dass wir drin bleiben. Also wir sind der Letzte, aber irgendwie so also gefühlt auch irgendwie nicht. Also wir sind ja eigentlich immer in allen Spielen, bis auf zwei der Außen, waren wir eigentlich immer gut. Ne? Auch gegen Bayern im Hinspiel. In Dortmund 3-0 geführt, aber irgendwie kam immer irgendwas dazwischen. Irgendwas kam immer dazwischen. Mal waren es individuelle Fehler, dann komische Schiedsrichterentscheidungen. Individuelle Fehler, dann machen wir vorne das Ding nicht. Hinten erlauben wir uns Fehler. Also irgendwas war halt immer. Deswegen sind wir zwar schon irgendwo zurecht letzter, sage ich mal, aber der Abstand ist aktuell noch sehr gering. Also ein Punkt bis zum Relegationsplatz. Ja, Fortuna aus Düsseldorf ist ja auch noch mit dabei in der Verlosung. Da hoffe ich auch, dass sie drin bleiben, weil ich hätte gerne ein Auswärtsspiel der Arminia bei mir zu Hause in Düsseldorf. Ja. Ja, ist schwierig aktuell. Ne? Bremen auch, wissen auch nicht so genau, warum die da überhaupt da unten mit dabei sind und noch alles drin. Ja gut, Bremen hat ja auch gegen uns verloren und Düsseldorf auch. Also von daher sind die dann irgendwie auch schon so recht da unten. Der Vorteil bei uns ist ja, würde ich mal behaupten, dass bei uns wirklich null Unruhe ist. Ne? Also da ist der Baumgart, ist ja, ja. Stoische Ruhe. Genau, da gab es ja nicht null null Diskussion, dass er irgendwie mal vielleicht nicht mehr der Richtige sein könnte. Also das ist ja alles ganz entspannt. Ja. Und was ich bei Paderborn mega finde, ist, dass sie einfach nicht spielen wie ein Tabellenletzter. Nee, und das ist ja auch das Ärgerliche, dass wir halt eben trotzdem Letzter sind. Ja. Das ist ja extrem bitter eigentlich. Ne? Also wir hatten so viele gute Spiele, wir haben auch gegen die Top-Teams alle mitgehalten, aber dann hat es irgendwie doch nicht gereicht. Jetzt auch gegen Hertha letzte Woche. Irgendwas war halt immer, aber die letzten Wochen, punktetechnisch sind wir da, wenn man nur diese Woche betrachtet, auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und dann werden wir uns irgendwie noch in die Relegation retten und mit Zweitliga-Teams kennen wir uns, glaube ich, ganz gut aus. Und dann retten wir uns über die Relegation. Kleiner Höhenflug und dann läuft das. Ja, also wir brauchen jetzt gar nicht so eine extrem krasse Rückrunde, weil wir ja, wie gesagt, jetzt auch nur ein Punkt hinten liegen. Also wir müssen einfach nur jetzt einigermaßen konstant punkten. In den Rennen vor allem Düsseldorf haben wir noch Bremen, Köln, Mainz, kommen ja alle jetzt noch in den nächsten Wochen. Und dann läuft das schon. Cool.
Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Die stelle ich jedem meiner Gäste. Und zwar hat die absolut nichts mit dem Thema zu tun. Okay. Und zwar ist die Frage, was findest du faszinierender? Dass Flugzeuge fliegen und nicht abstürzen oder dass Schiffe nicht untergehen? Ich würde wieder Flugzeugen tendieren, auf jeden Fall. Also wenn man sieht, okay, die wiegen ja schon so einiges. Und wie die dann in die Luft gehen, das ist sicherlich schon... wo man jetzt auf den ersten Moment, wenn man nicht besser wüsste, denkt, ja, wie geht das denn? Also das ist doch. Bei den Schiffen kann man sich irgendwie besser vorstellen. Die liegen ja so ein bisschen auf dem Wasser, auch so von der Fläche, aber so ist so ein Flugzeug mit dem krassen Gewicht und nur mit so ein paar Flügeln dann abheben kann, ist schon, ja, auf jeden Fall beeindruckend. Bin ich absolut bei dir. Ich bin auch absolut bei Flugzeugen. Cool, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ja, du, für dich geht es jetzt wieder an die Arbeit. Ja, mal gucken, was hier noch so passiert. Also wahrscheinlich heute, denke ich, dürfte nicht mehr ganz so. Also ich hoffe es jetzt einfach mal. Also klar, man freut sich immer über Arbeit, aber natürlich irgendwann ist das auch gut. Und dann ja, passt das auch. Jetzt am Wochenende wieder rund. Ja, auch den Morgen schon. Ne? Also es gibt ja eigentlich, also einen Ruhetag gibt es ja maximal, sagen wir, Weihnachten. Das sind so die einzigen ruhigen Tage, außer es wird um 17 Uhr Trainer vorgestellt, herrlich Abend. Aber sonst sind das wirklich die einzigen Tage, wo man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass nichts passiert. Ansonsten hast du immer Betrieb, auch in der Sommerpause. Viele fragen uns immer, was wir denn machen würden in der ganzen Sommerpause. Weil die denken, okay, da sind keine Spiele und dann hätten wir so frei. Also, aber es ist genau andersrum. Gerade in der Sommerpause oder in der Winterpause, durch die Transfers und die Gerüchte und hier und da, haben wir da so extrem viel zu tun, gerade so in der Sommerpause im Mai. Wenn dann so die neuen Vereine kommen, Abstieg, Aufstieg, die ganzen Entscheidungen, Trainerwechsel, Spieler gegenkommen, also im Mai und Juni sind auf jeden Fall immer die ereignisreichsten Wochen und danach bin ich auch erstmal im Urlaub. Sehr gut, dann wünsche ich dir noch frohes Schaffen heute. Dankeschön. Und besten Dank, dass du da warst. Sehr gerne.